Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Jo, wir sind wieder am Start und ich habe richtig Bock, weiterzuspielen und rauszufinden, wie es denn nun weitergeht. So, wir klicken mal. Diesmal, ihr seht, ich spiele am PC. Deswegen ist diese eine Hälfte des Bildschirms diesen Popschutz weggehauen. Diesen attraktiven, wunderschönen Gesicht. Ja, verborgen. Und jetzt habe ich was gemacht? Oh, ich muss alles wieder reparieren. Jetzt geht das schon wieder, glaube ich, ne? Ja, das ist das nervigste Popschutz überhaupt. Eigentlich wollte ich das gar nicht verwenden. Aber, ey, das geht gar nicht. So, weiter geht's. Profil, nein. Wir wollen direkt loslegen. Klicken und fortzufahren. Okay. Bin bereit. So, 300 Energiepunkte gewonnen, ja. So. Ich weiß gerade gar nicht, wie es weiterging. Wir hatten Wochenende und wir sind, glaube ich, mit Drogo verabredet, der uns jetzt ausführen möchte. Wieder mal, und ich hoffe nicht, dass es wieder so ein Desaster wird beim letzten Mal. Mal schauen. Das hört sich nach einem übersinnlichen Ausflug an. Oder irre ich mich? Da wir uns den letzten Tagen daran gewöhnt haben, verflüchteten wir uns durch meine Zimmerfenster. Und so wie ich es mit mir schon dachte, kehren wir nicht in den Wald zurück. Wir nehmen sogar die entgegengesetzte Richtung, ab in die Stadt. Wenn Drogo mich vor einer eventuellen Gefahr beschützen will, dann hätte er es nicht besser machen können. Nachdem wir über das Dach des Herrenhauses geflogen sind, geht es in die Richtung Stadt. Er hält mich an sich und schwingt sich von Dach zu Dach, während er sich versichert, dass wir im Schatten bleiben. Man darf uns um keinen Preis sehen. Schließlich hält er auf einem großen Gebäude an, das höher ist als alle anderen. Die Sicht ist wunderschön. Von hier sehen wir das ganze Treiben auf der Hauptstraße. Das ist genial. Drogo geht für ein paar Sekunden weg und kommt sogleich mit einer Tüte zurück, die er mir gibt. Mit einer Tüte. Wo drauf steht Aldi oder was? Romantischer geht's ja kaum. Was ist das? Hier, Dünne. Er zuckt mit den Schultern, so als wollte er diese Geste nicht viel Bedeutung beimessen. Nur ein oder zwei Sachen zum Essen für dich. Da wir vor dem Essen gegangen sind, dachte ich mir, dass du Hunger haben konntest. Ich bin bewegt von seiner Geste. Ich umarme ihn sanft. Das finde ich schön. Danke. Er setzt sich an den Rand des Daches und lässt mich das Gleiche tun. Wir bleiben einen Moment dort und schauen den Leuten zu, wie sie kommen und gehen. Ja, mit dem Döner hatte ich ja gar nicht mal so Unrecht, wa? Ich nutze die Gelegenheit, um ein Sandwich zu essen. Döner kann man auch Sandwich nennen. Es ist angenehm, einen Moment zusammen zu verbringen und keine Verpflichtungen zu haben. Nur wir beide sind hier, still und glücklich. Ich habe dich heute nicht gesehen. Ich hatte einige Kurse und ich habe Sarah versprochen, dass wir zusammen essen. Ich werde noch glauben, dass du sie mehr magst als mich. Du bist blöd, aber auch wenn es dich beleidigt, Sarah hat mich sofort akzeptiert. Ganz im Gegenteil zu dir, der mich hat zappeln lassen. Nein, wir nichts wollen Energiepunkte. Das war eine Art, um dir den Hof zu machen. Es gibt natürlich die Aufmerksamkeit, die man Leuten schenken kann, das vielleicht auch gar nicht so meint, wie es rüberkommt. Zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, ein Junge, Teenager-Alter, findet ein Mädchen total toll, auch Teenager-Alter, logischerweise, und er versucht, in ihrer Nähe zu sein und Aufmerksamkeit von ihr zu erhaschen. Gibt es diese Art, dass man jemanden mobbt oder ärgert oder weiß ich nicht, irgendwie so diskriminiert oder sonstigen Kram. Dabei ist gar nicht vielleicht böse meint, sondern einfach nur um die Aufmerksamkeit von denjenigen derjenigen zu erlangen, die interessant für ihn ist. Natürlich ist es der verkehrte Weg, aber diese Möglichkeit gibt es auch. Ich weiß nicht, ob ich das mal von mir irgendwo erkenne. Ich denke mal eher nicht, glaube ich. Aber es gibt solche Momente tatsächlich. Und nein, das ist aber nicht der richtige Weg. Aber so hat Drogo das gewählt und das war ja wohl offensichtlich der richtige Weg. Ich mache schelmisch bei seinem Spiel mit. Ich sehe skeptisch die Schnute.
Mir hätten Blumen und Schokolade gereicht und dann eine Einladung ins Kino. Und zu selbstverständlich, ohne jeden Charme. Die traditionellen Methoden werden unterschätzt. Er bricht in Lachen aus und zieht mich zu sich. Ich umfasse seine Taille und lege meinen Kopf an seine Schulter mit ganzen Essensresten im Gesicht mit Ketchup und Mayonnaise. Du hast dir einen Vampir ausgesucht, kleines Ding. Normale Sachen sind nicht für uns. Wir widmen uns unserer Aufmerksamkeit wieder der Straße. Drogo zeigt mir schelmisch eine Reihe von Autos. Bist du in der Lage, ein Auto mit deinen Kräften an einer anderen Stelle zu stellen? Was? Einfach so? Die Macht ist stark in uns. Ja. Ich muss das schaffen, denn ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Okay. Und warum sollte ich das machen? Weil du der krasseste Jedi der Welt bist. So, wir spielen einmal wieder ein kleiner Memory, um zu gucken, wie gut unser Gehirn hier funktioniert. Müssen wir gucken, machen jetzt. Und dann nehmen wir hier die Meta. Ich sehe mehr Drucker. Ich sehe auch Drucker. Harry ist perfekt. Und zack, wir haben gewonnen. Nein, wir gucken uns kein Video an. So. Boop. Weil das lustig ist. Ich gebe mich amüsiert. Versuchst du mich zu überzeugen? Komplett. Ich schüttel den Kopf und lache. Gut, okay, aber ich verspreche dir nichts. Wir werden sehen. Ich schaue einen Moment lang die Autos an, die gegenüber geparkt sind, und reibe meine Hände aneinander. Ich lasse langsam die Kraft in mir ansteigen, um sie für eine kräftige Benutzung vorzubereiten. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Star Wars halt, ne? Ja, okay. Wenn Nikolai davon erfährt, dann bin ich tot. Und was Drogo betrifft, so wird er auf ewig seinen Zorn spüren. Und das war's, meine lieben Kinderchen. Ob das so eine gute Idee ist, sie lässt sich ja schon durch Drogo auf einige Sachen ein, die vielleicht nicht so gut sind. Vielleicht so ein bisschen Diskretion, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Denn ich soll nicht gleich jeder mitkriegen, dass wir hier eine zaubernde Stadt haben oder dass es womöglich so etwas wie Zauberei gibt. Ne? Trotz all dem, liebe Kinderchen, es hat Spaß gemacht und danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.